So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Resident Evil 7 Biohazard. So, wir haben jetzt gerade im letzten Part die Familie kennengelernt. Mama, Papa, Sohn und Grandma. Die Tochter ist aber nicht dabei gewesen. Die werden wir noch kennenlernen natürlich. So, hier haben wir ein Buch. Hier haben wir ein paar Zeitungen. Wer es lesen will, bitte auf Pause drücken. So, hier brauchen wir ein Pendel. Das kriegen wir erst später. So, schauen wir da nochmal. Oh, Pistolenmunition, aber ich habe nichts mehr. Der Typ hat mir alles weggenommen. Leider Gottes. Aber kriegen wir wieder. Und das eigentlich ziemlich bald, kann man so sagen. So, hier drinnen ist nichts mehr. Hier braucht man einen Dietrich, genau. Da hinten ist nichts, da ist auch nichts. Da braucht man ein Messer, um das zu zerschlagen, oder eine Waffe, auf die man halt draufschießen kann. Da runter geht's zur Garage. Ich nenne das immer Autoschuppen. Genau, ein Klebeband, was ich nicht mit der Hand entfernen lassen kann, sondern dafür brauche ich etwas. Das ist Resident Evil Style, meine Damen und Herren. Das ist Resident Evil. So. Also die Kühlschränke hier in diesem Spiel schauen alle wirklich sehr, sehr schön aus. Hier drinnen, wie man sieht, Gedärme und was weiß ich was. Was in den Flaschen da drinnen ist, möchte ich gar nicht, ich möchte das gar nicht wissen. Und was das da oben ist, ich möchte es gar nicht wissen. Ich mache einfach wieder zu. So, was steht denn da? 13. März, weiblich, 50er, fleischig, Sauté. Okay. 25. April, männlich, 30er, schlank, Gumbo. Okay, was haben wir hier? 30. Juni, männlich, 20er, beleibt, Barbecue. Okay. Also die essen hier Menschen. Wie man das sieht, da lebt alles. Also ich gehe hier wirklich um und um, wo Menschen leben. Also das ist schon echt arg. Das schaut schon wirklich brutal aus. Vielleicht schon so Messi-mäßig. Also man sagt ja, dass Messis nichts weghauen können. Ich höre die ganze Zeit irgendwas. Ja, und ungefähr so schaut es hier auch aus. So, ganz ruhig. Wir gehen jetzt natürlich weiter. Da mal kurz rein. Was haben wir hier? Gar nichts, genau. So, hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Den finden wir erst später. So, hier liegt gar nichts. Was haben wir hier? Ein Stiefel. Mit der Aufschrift Evelyn. Mhm. Wer das ist? Das ist das kleine Mädchen aus der Demo, was immer so komisch lacht. Ich kann das leider Gottes nicht nachmachen. Aber die Leute, die die Demo gespielt haben, die wissen, was ich meine. Und wir machen jetzt weiter. Und, ja. Jackie, bist du da? Ah, da bist du ja. Servus, grüß dich. Wir gehen einfach wieder zurück. Einfach zurück. So, und das Erste, was ich euch raten würde, die Türen da mal zumachen. Und hier mal verstecken. So, und jetzt warten wir. Wir warten. Da ist er schon. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz langsam. Genau. Wir schleichen an ihnen einfach vorbei. So, dass er uns nicht hört, der Mausibär. Nämlich da vorne. Genau hier. Haben wir den Schlüssel, den wir brauchen für da hinten, wo er jetzt gerade reingegangen ist. Währenddessen schauen wir uns das hier an. Das soll, glaube ich, die Zoe sein. Ja, schrei nicht so viel. Alles ist gut. Wie man gesehen hat, ist ihr Gesicht ausgestrichen. Das heißt, sie gehört nicht wirklich zur Familie. So, hier haben wir... was? Er ist ziemlich arrogant. Ja, das ist der Lukas. Das ist sein Sohn. Februar 2013. Und da haben wir das Ehepaar, was wir vorher gesehen haben. Margaret und Mr. Baker. Ich verstecke mich mal.
die da nach mir ruft. So, jetzt könnte natürlich sein, dass der da schon wieder gerade runterkommt. Wir müssen auf jeden Fall leise sein. Wo bist du? Nicht da, wo du bist. Ich bin woanders. So ganz langsam und leise müssen wir nur sein. In die Türe kann man nicht rein. Die ist verschlossen. Psst. Kein Weg heraus, weißt du? Psst, psst, psst. Hast du das gesehen? So, Türe zu. So, sperr mal auf. Und rein mit dir. Ethan! Ethan! Wie ein Gestörter, wirklich. So, wir haben es geschafft. Das war mal die erste Hürde. So, hier unten können wir uns natürlich auch umschauen, aber ich glaube, hier unten gibt es eigentlich gar nichts. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, der geht da oben spazieren natürlich. Oh, eine antike Münze, die nehmen wir uns gleich mit natürlich. Da ist nix. Da ist rein gar nix. Okay. So, einfach raus. Da kommt er nicht rein. Na? So, und hier haben wir einen Safe Room. Unseren allerersten Safe Room, glaube ich. Unseren ersten richtigen. So, dann schauen wir uns mal hier um, würde ich sagen, ne? Also die Türe können wir jetzt natürlich entriegeln. So. Das können wir aufmachen. Da haben wir einen Dietrich drinnen. Ein Wackelkopf. Die können wir kaputt machen, allerdings brauche ich dafür zuerst mal etwas. So, Karte nehmen wir uns natürlich auch mit. Des Haupthauses, sehr gut. Dann schauen wir da mal kurz rein. Flüssige Chemikalie und Kraut. Sehr gut. Für alle, die das Spiel kennen, aber es vielleicht nicht wissen und alle, die es sich vielleicht kaufen. Man kann das Kraut auch so fressen. Man braucht jetzt nicht extra es mit der Chemikalie verbinden. Allerdings heilt es dann natürlich nicht so gut. Und es ist auch nicht auf der Schnelltaste. Das heißt, man muss reingehen ins Inventar und dann einfach gerade das ganz obere nehmen. Dann nimmt das halt und es wird halt ein bisschen geheilt. Nicht wirklich viel, aber es wird halt ein bisschen. Falls man halt keine Chemikalie hat und man hat jetzt zum Beispiel 20 Grad, kann man sich das so reinpfeifen, ohne dass man halt die scheiß Chemikalie verwenden muss. Nämlich die Chemikalie braucht man, um Munition herzustellen, um Arznei halt herzustellen, also Erste-Hilfe-Arznei und sonstigen Blödsinn halt. Nur damit ihr euch halt ein bisschen auskennt. So, da können wir kurz mal reinschauen. Da ist der Führerschein und die E-Mail ist da drinnen. Die E-Mail. Dann gehen wir das auch noch gleich weg. Den Dietrich lassen wir. Das Kraut gehen wir auch rein. Die Pistolmunition lassen wir. So. Speichern können wir. Mir eigentlich egal. Speicher halt mal. Jo. Warum wir nicht? Ethan! Ethan! So, wir können da jetzt wieder rausgehen. Und Telefon. Na dann. Gut gemacht, Ethan. So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Na, wenn du das sagst, Ethan, wird's schon so sein, dass sie reizend ist. So, hier drinnen ist eh nichts mehr. So, auf das habe ich vollkommen vergessen. Unsere Hand ist ja angetackert. Erstens mal sieht man da die Tackerstellen, das ist ziemlich geil. Und ja, rechts haben wir halt das Inventar und diese Uhr zeigt halt unseren Herzschlag an.
Jetzt ist er momentan grün, das heißt, alles ist im grünen Bereich. Wenn er rot ist, ist es ganz, ganz schlecht. Das ist schon Gefahr, dass wir schon fast sterben. Also unsere Lebensanzeige auf gut Deutsch gesagt. Hat es ja auch in jedem Resident Evil Teil gegeben, hat man aber immer reingehen müssen in das komplette Menü. Da hat man dann oben gehabt die Energieanzeige und drunter halt das Inventar. Jetzt haben sie es so gemacht, finde ich auch irgendwie besser, passt auch mehr in das Genre. So, wir gehen durch. Machen können wir jetzt hier nichts mehr. Gehen wir mal da nach vor. Hier können wir den Dietrich verwenden. So, Schlüsseldienst, Dankeschön. Erste Hilfearznei, so. Hier haben wir auch nichts mehr. So, ich drehe mich speziell immer wieder um zu dem Fenster. Ich weiß nämlich nicht, wann der kommt. Ich bewege mich mal ein bisschen da hin und her. Ich lasse die Zeit einmal ein bisschen vergehen. Dafür braucht man einen Stierkopf. Das sieht man da. Damit wir halt die Türe aufkriegen. Ja, was anderes kann man leider Gottes nicht reingeben. Nämlich das kann man halt nicht verwenden. Da haben wir noch so einen Wackelkopf. Wackel, wackel, wackel. Das erste Mal, wie ich es durchgespielt habe, habe ich glaube ich 11 davon gefunden. Mal schauen, wie viele ich jetzt finde. Mit dem Let's Play, mit der Let's Play-Aufnahme halt. So, bitte sei jetzt da. Ja. Hey! Bin schon da, ich komme. Hey, hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Was soll ich mit einem Messer, fragt er. Er ist in einem Haus mit lauter gestörten Leuten drinnen und er geht die ganze Zeit mit nichts herum. Da sind Töpfe, Eimer, was weiß ich was, Teller, Gabeln. Wahrscheinlich kleinere Messer auch, aber er nimmt sich nichts von dem und er fragt sich, warum bekomme ich ein Messer von einem Polizisten und nicht seine Handfeuerwaffe? Na, warum? Okay, gut, wurscht. Wir lassen das einfach mal so in den Raum dastehen. Ja, gut, machen können wir eh jetzt nichts, das war's. Wir gehen einfach gleich mal runter in die Garage. Das machen wir noch kaputt. Nämlich da haben wir nochmal Munition drinnen. Die werden wir uns aber auch sparen. Ich glaube, ansonsten gibt es eh nichts zum Kaputtmachen. Ich glaube, na, ist wurscht. Passt schon. Wir gehen gleich runter in die Garage und machen gleich natürlich weiter mit der Hauptstory. Es gibt ja Gott sei Dank hier keine Nebenquests. So, und mit dem Messer kann ich jetzt da das Band da durchschneiden. Natürlich. So, und wir drücken den Knopf. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Ah. Das Stopp. Tor aufmachen! Das Stopp. Tor wieder! What the fuck? Na. Mit dem Auge. Oh. Hallo, Jack. So. Wir nehmen uns den Autoschlüssel. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch... Ja, 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 Jake. Ich habe den schon irgendwie lieb gewonnen, muss ich sagen. Er ist natürlich ein schwerer Gegner.
So, Chemikalien nehmen wir natürlich mit. Ey, Jack, was machst du da? Du machst deine ganze Einrichtung kaputt. Findest du das in Ordnung? Oh, du bist in einem Bug? Geil, du bist in einem Bug? Habe ich doch noch die Ehre, hier bei Capcom auch einen Bug mitzuerleben. Ah, Jack, langsam aber sicher... ist es komisch, dir da zuzuschauen. Gut, ich gehe mal davor. Ich tue dich mal ein bisschen triggern, ha? So, musst gehen, schau, da. Jo, genau, fast haben wir's. Ja, genau, jetzt läuft er mal hinterher. Sehr gut. So, wir bewegen uns da weiter. Hier haben wir... Du bist jetzt Teil der Familie. Pistole? Was? Wir sind jetzt Teil... Was? Ich bin gar nichts. So, Moment. Wir bewegen uns da weiter. Nehmen wir uns das Messer nochmal. Komm, komm, komm. Munition nehmen wir uns dann natürlich mit. Ich möchte dann noch nach hinten. Eigentlich sollte das alles da kaputt gehen, wenn er da hinhaut. Keine Ahnung, warum das nicht geht. Wir laufen da weiter. So. Die erste Hilfearznei nehmen wir uns auch gleich mit. So, das ist unser Auto. Quetsch dich wie einen Käfer. Ja, Jack, passt schon. Alles cool. So, ich steig da jetzt mal ein. Und ich fahr mal weg, würde ich sagen, ja? So, wir fahren ihn ganz einfach um. Hahaha, Putz! Komm, komm, komm. So kann man sich Munition hier drinnen sparen. Der Typ, der ist eh nicht tot zu kriegen. Man muss nur schauen, dass man ihn wegkriegt, sonst nix. Und Batz! Ja, ist lustig. Und wieder drauf. Zack! So, ich glaube, jetzt ist er schon weg. Jack? Jack? Wo bist du? Ah, da bist du, Jack. Oh, Mist! Finde ich auch. Danke. Scheiße! Beenden wir das. Du und ich. Wieso? Nein, Jack. Mach das jetzt nicht. Komm jetzt. Wollen wir eine Spritztour machen? Nein! Scheiße! Ach ja, ich habe überlebt. Ja, wie er mich anlächelt. Komm. Ethan, geh raus. So, armer Deputy. Wie geht's dir, Jack? Oh, es beginnt zum Brennen, Jack. Steigst du mal aus, bitte? Danke. Oh, Junge, schau, was du angest... Du bringst mich um und komm sofort zurück. Ja, das kann schon sein, Jack, aber trotzdem. So, wir haben keinen Schaden gekriegt, wir haben keine Munition verbraucht. Das ist der Trick hier unten in der Garage. Wenn man sich auskennt, ist es natürlich etwas vollkommen anderes. Jack liegt da irgendwo, genau da. Da landet er in der Ecke und schläft jetzt da, vollkommen verbrannt. Aber der lebt noch. Ich sag's euch, der lebt noch. Okay, eigentlich war's das. Leiter haben wir gerade gepult, das heißt rauf da. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! What the fuck, Jack? Seht ihr das? Der zuckt noch. Der erlebt noch immer. Der regeneriert sich wieder, der Wichser. Ach Gott, Jack. Was machen wir mit dir? So, darauf. Ich glaube, da hinten haben wir Muni. Jupp. Nicht eine Kugel. So, und hier ist dieser Stierkörper, von dem ich vorher geredet habe. Einfach nur umdrehen und Schraube raus. Zack, zack. Ochsenstatue. Und wegschieben, bitte. So, der liegt noch immer irgendwo da unten, also wo auch immer gelegen ist, da in der Ecke. Hey, er ist weg. Da liegt er, genau, bei der Leiter. Da unten liegt er, da sieht man zwischen den Gittern seinen Kopf. Wir allerdings gehen natürlich weiter, damit wir hier wieder raus können, nämlich das Tor ist ja zugegangen.
Hier. So, ihr könnt da halt wieder drauf drücken. Dann geht das Tor halt wieder auf. Und hier ist Jackie. Alles okay? Tut mir leid. So. Wir gehen natürlich weiter da. Und mit der Statue jetzt können wir da hinten die Tür aufmachen, von der ich vorher geredet habe. Batz, 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 batz. Und wir werden auch hier jetzt den Part beenden. Die Statue gehen wir jetzt noch rein. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. Was hinter der Türe ist, sehen wir im nächsten Part.